Motivation, Unternehmergeist, Kommunikationsstärke und Hands-on-Mentalität. Wir suchen natürlich grundsätzlich die Besten, keine Frage. Im Software Campus gehen wir einen ganz neuen Weg. Nicht nur exzellente akademische Ausbildung, sondern einen ganz engen Kontakt mit der Industrie und auch die Erfahrung im Managen eines kleinen Projektes. Also ich bin der Emanuel Schweizer, ich bin im Moment wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Telekooperation der TU Darmstadt in der Informatik. Und arbeite da an urbanen Sensornetzen, alles was mit Smart Cities und Datenplattformen zu tun hat, da bin ich im Moment für zuständig. Das sind eigentlich zwei Gründe für mich. Das eine ist das Mentoring. Wir haben jetzt gerade eben erst unseren Mentor bekommen, der uns einfach nochmal Einblicke gibt und Hilfestellungen geben kann, wie es denn nach der ganzen Zeit im Studium weitergehen kann. Und das zweite ist dieses industrieübergreifende Curriculum. Das bedeutet einfach, wir bekommen Einblicke, aber auch Hilfestellungen aus verschiedenen Unternehmen. Und das ist eigentlich, glaube ich, deutschlandweit einzigartig. Das SAP versucht, die besten Köpfe für das Unternehmen zu gewinnen. Human Capital ist eines der zentralen Argumente für uns. Wir wollen hier die IT-Manager für morgen gewinnen und erhoffen uns von der Beteiligung im Software Campus, genau an solche Talente heranzukommen. Im Haus Siemens als globales Unternehmen mit den Themen, die wir vertreten, suchen wir nach IT-Führungskräften, die nicht nur IT-Expertenwissen haben, sondern auch was wir Domänenwissen nennen, also ein Ingenieurwissen für unsere Kerngeschäfte, am besten die Kombination.